Schon seit mehreren Wochen ist es mühsam, mit dem Zug von Cottbus nach Berlin zu kommen. Die Zugverbindung des Regionalexpress RE2 zwischen Cottbus und Berlin ist durch Bauarbeiten unterbrochen. Ein kleiner Trost war da ein Zusatzzug, der um 6.17 Uhr von Cottbus nach Berlin und um 16.44 Uhr wieder zurück in die Lausitz fuhr. Gestern wurde jedoch auch diese Direktverbindung gestrichen. Bis zum 26. August fahren die Züge des RE2 aus Cottbus und Spreewald nur bis nach Bestensee. Von dort heißt es dann, umsteigen in den Schienenersatzverkehr. Die Busse sollen auf dem kürzesten Weg zum Flughafen BER fahren. Wer von da aus weiterkommen will, ist auf den Flughafenexpress oder die Regional- und S-Bahn angewiesen, die in die Berliner Innenstadt fahren.